zurzeit hier ein paar Dinge richtig zu stellen. Das ist nämlich Svenja Hornebaum. Und sie ist ebenfalls Schülerin B. Genauso wie Sarah Manz. Und Sarah Manz ist nicht bayerische Jugendmeisterin. Und das ist ja sie, nämlich Eva Maria Mayer, amtierende bayerische Jugendmeisterin 2011. Svenja Hornebaum ist die eigentliche Nummer 1 bei den Schülerinnen A, noch vor Sarah Manz. Beide, wie gesagt, altersmäßig Schülerinnen B, aber dort ohne jede Konkurrenz. Hat aber bei den Bayerischen Meisterschaften ebenfalls in Schüler A das Halbfinale gegen Schmidt versemmelt und damit den Weg frei gemacht für den Bayerischen Meistertitel von Sarah Manz in der Schüler A, nicht in der Jugend. Die bayerische Jugendmeisterin, um das noch einmal klarzustellen, ist Eva Maria Mayer, die hier gegen Hornebaum 2:1 in Sätzen führt. Jetzt aber mit 0:4 in den Viertelsatz startet, und da wird es natürlich ganz schwer.